Eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spin Tires im Multiplayer auf der Vulkankarte oder Vulkan-Map mit dem Sachsen-Player und dem McManus. Hallo. Hi Leute. Alter, das Ding ist ja Wahnsinn. So, ich hab mal überholt. So. Leichte Anzeichen von Lebensmittel. Wer? Batsch. Du. Das ist Ding zu überholen. Easy, Mann, Junge. Fährst du jetzt schon mit Allrad und allem drum und dran, Randy? Ist oder alles mal ganz kurz, aber, stopp. Ja, allem drum und dran, aber smarte 23 Liter. Sind zu weit gefahren. Ja. Ernsthaft? Warum? Ja, biegen müssen. Ja, tatsächlich. Aber wir können hier lang, wir können hier rechts. Das geht. Komm halt immer dem Vulkan näher, ne? Willst du dich anhängen, oder? Bis jetzt passt. Das ist wirklich eine gute Idee. Ich frage jetzt nochmal, bevor ich drauf fahre. Ja, Spieße. Von daher. Achso, na dann. Bestes wie dumm. Der Weg hier, auf alle Fälle. Darauf kommst, heißt. Du hast halt den Vorteil, durch die vier Achsen vorne ist immer eine Achse irgendwo, wo Grip ist. Wenn du Allrad drin hast, eine Differentialsperre, denke ich, da ist eigentlich alles geritzt. So. Oh, der Randy will schneller. Nee. Alles. Alles wie immer. Manuell und Stufe 3. Ins Plus will ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Ja, ja, klar. Problem ist, ich habe hier gerade. Wartet mal kurz hier. Ja. Ja, wir müssen. Machen. Okay, hier müssen wir durch. Da wo ich bin. Oh. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, ich versuche den Baum gerade mal hier ein bisschen platt zu machen. Das ist ein großer, den kriegst du nicht platt, der schmeißt dich eher um. Wow. Jetzt wirklich über die Stähne, das ist nicht gut. Jetzt hab ich ein Problem. Der Baum hängt in der Achse. Oh, verdammt. Du kannst wirklich nur diese kleinen Nordmann-Tannen da umschmeißen. Ja, Werner. Genau die. Das wär's gewesen, ne? Aber ja, gut. Wieso, kann ich dir irgendwie helfen, oder? Oh, bin ich jetzt raus? Bist ein Stückchen weiter vorgefahren. Ja. Gib dir mal ein Stüpschen. Warte, ich muss nochmal zurück. Ja, ja. Jetzt. Passt. So, okay. Na dann, komm mal hier mit, Randy. Hier müssen wir lang. Und ich muss ja durchs Geröll. Genau, oder einfach durch, das ist gut. Ja, solange mir keiner unter der Räder kommt, ja. Dann links. Ja. Passt. Ja. Moment. Stopp, nicht. Hier müssen wir wieder rum. So, hier auch wieder links. Ja, aber dann haben wir's. Ja. Holen wir mal minimal aus. So, jetzt müsstest du aber hier eigentlich auch ein bisschen Feuer machen können. Ja, können und wollen. Achso, du meinst, hast ja eigentlich ein Video in meinem Schrank, ne? Nein, Spaß. So. Ich muss früh raus. Die Probleme haben manche nicht. Ja, kenn ich ihn. Ja. Das ist kein Problem, ich biete dir da so ein Beratungstag an, so ein Seminar für 800 Euro, da erklärst du dir das. Boah, angefangen ist runter. Ja, ja. Da erklärst du dir das, wie das funktioniert. Mhm. Du, ganz weiter. Werner hinten? Werner hinten. Alles da. Ich beobachte die hintere Achse, die schwingt hin und her die ganze Zeit. Das ist aber irgendwie bei allen Dingern irgendwie so. Das sieht immer so aus, als würde das Ding gleich wegruppen, aber es ist alles easy.
Frag mich, wie das gehen soll, wenn du jetzt noch einen Trailer dran hättest. Ich weiß es nicht, ich weiß es gar nicht. Das Schwierige. Hier vorne links ich, wieder. Ich würde es halt auch einfach mal interessieren, ob die Punkte hier gemoddet sind. Ja. Weil bei den Dingen, keine Ahnung, das könnten ja 50 Punkte sein. Links hoch sagst du. Ja, das ist ein bisschen schlammig. Und ein bisschen schräg, oder? Nö. Ja. Nee. Gut. So. Geht, macht er ganz gut eigentlich, ja? Ja, der ja, Max ist ja ein Monster. Der hebt vorne aber minimal, aber dafür haben die anderen drei Achsen halt, ne? Wie gesagt, das Teil ist ein Monster, ey. Das ist nicht normal. Ist halt blöd, dass der Kleine davon, also sprich der Dreiachser, der Global, dass man da halt die Reifen nicht ändern kann. Weil die Reifen sind bei den Global halt ein bisschen kacke. Ja, der hat nur Straße, ne? Ja, oder irgendwie so ein Mischmasch da, das ist auf jeden Fall nicht so geil. Also wir werden auf jeden Fall eine tricky Stelle haben und ich glaube, die kommt jetzt. Ich muss Kerzen gerade runter, theoretisch. Nee, ist doch nicht tricky. Okay. Ist im Rahmen, sagt er. Ja, passt. Oh yeah! Ist auch ein kleines Stämmchen. Minimal, ne? Alter! Kannst du ein Einfamilienhaus, keine Ahnung, 3 Jahre befeuern. Kannst ein Baumhaus drin bauen, bauen, ja. Eine Höhle! Ja. Boah, oh, 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 der drückt aber. Nicht umschmeißen, ne? Ne. Guck schon, ob ich irgendwo... Trailer auch ein bisschen Bug, muss ich ehrlich sagen. Die Rungen werden bei mir auch falsch angezeigt. Bei mir sind ja gar keine Rungen angezeigt. Ja, bei mir sind 2 Rungen vorne am Fahrerhaus bei Wendy. Ah ja, gut. Weil die hinten fehlen wahrscheinlich. Oh, boah. Völlig rechts nämlich? Oh. Versuch schon gegen zu lenken. Das geht, oder? Ja, doch. Kein fester Untergrund hier. Bin halt tot, wenn das Ding umfällt. Ach, das ist halt auf Sand, ist halt auch nicht so geil, ne? Oh. Also, du machst mir mehr Angst, also ich merke von der Physik noch nichts. Ring da auch, da. Hast ja auch im Physik nichts gemerkt. Wortwitz! Oh. Ich weiß. Du lässt uns sicher schon spüren, aber in der Tat, Physik war wirklich nicht so mein Interesse. War in der Tat nicht so mein Interessengebiet. Das ist eine mega gute Handbremse. Ist trotzdem. Achso, der, ja, ja. Wenn da mal irgendwie rutscht oder so, da hält ich. Bis zum gewissen Winkel. Echt schade, dass bei dem Spiel nichts mehr gemacht wurde, ey. Ja, ich glaube, die haben sich irgendwie, sie waren ja erst mit Rondo Media als Publisher, aber irgendwie haben die sich dann getrennt wegen irgendwelchen Streitereien oder so, keine Ahnung, hatten die dann irgendwann eine Pressemitteilung oder so. Und ja, bei denen ist es halt nicht mehr. Ob die Spin Tires 2 noch machen, ist halt die Frage. Alter, du willst Randy da durchschicken da vorne? Einzigster Weg. Ja. Wow. Wir müssen auf die Straße. Naja, einzigster Weg nicht, aber vielleicht noch der beste, ja, geradeaus durch. Ja, vielleicht schafft er, ja. Und links und rechts im Baum. Kann der nicht umfallen eigentlich. Du musst dann trotzdem leicht links, ne? Also direkt drüber und links. Siehst du ja, wo ich bin. War. Gib mir schon alles. Alter, wie einfach. Hier wird's echt eklig. Wie er den Mutterbaum einfach durchdrückt, ne? Da kennt er nichts. Bin gespannt. Warte lieber dort kurz. Da im Wald? So, kannst. Durch. Ja, ist klar. Ist klar? Nein, ich hab gedacht, fährst einfach durch. Okay. Ich hab schon gedacht, müssen gar nicht anhängen, ey.
Dann. So, Timmy, gib mir. Übrigens sind wir am Holzplatz, ne? Wir haben es geschafft. Also, das sieht jetzt so aus, als haben wir es geschafft. Wenn Randy jetzt nicht noch einen Wackeligen kriegt. So, hier vorne liegen nochmal ein paar Steinchen. Das war jetzt nicht gerade die Schräge, aber gerade das Problem. Badadada, 4 Punkte. Waren es jetzt 4 oder? Wow, lol. 4. Ja, doch, 4. Jetzt bin ich ja mal gespannt, Alter. Alter, da wurde so viel Liebe in diese Details hier gesteckt, ne? Mit dem Holz, was hier rumliegt, mit dem Schiff und Container und so weiter. Ja, ist schon krass, finde ich. Schön gemacht. Nö, in der Tat nur 6. 6 Punkte? Trotzdem krass. Volle Fälle. Krass! Was anderes. Also wirklich krass. Ich hätte, ich muss jetzt wirklich mal ganz kurz dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen. 1:07, Alter, für Vulkan. 1:07? Eine Achso, Stunde ja, zehn. Ich war eher durch. Ah, 1:10. Ja, aber ist echt gut, ja. Also ich fand's... ich hatte die eigentlich schon schwieriger in Erinnerung, aber naja, gut. Nichtsdestotrotz, wie geht's weiter mit Spin Tires? Weil, das war ja die letzte Map jetzt erstmal von den Originalen. Das ist richtig. So, das heißt, aber theoretisch haben wir noch Mod-Maps zur Auswahl. Da kennst du dich ein bisschen besser aus, Randy, wie viele Mod-Maps gibt's? 300, 400, genau, ne? Was? Was? Was hat er gerade gesagt? Es gibt auf jeden Fall genug. Ernsthaft? Ja. Okay, krass. Aber, ich denke, was ganz cool wäre, ist, wenn die Zuschauer erstens schreiben, ob sie noch ein paar Mod-Maps sehen wollen. Zweitens, vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer eine Idee oder kennt eine gute Map, dass er uns den Namen vielleicht mal in die Kommentare schreibt. Und ja, oder? Wäre nice auf alle Fälle, ja? Definitiv. Definitiv. Ansonsten, ich habe mich auch moderiert, aber die Folge leider etwas kürzer, wir waren zu flink. Waren zu schnell einfach. Ja. Naja. Und wir gut, haben sogar alle Verdeckung. Ja krass, eigentlich krass, ne? Dass wir wirklich alles geschafft haben. Wahnsinn. Wir haben halt gute Mods. Aber das Däumchen gibt es dafür trotzdem. Das Däumchen, ja. Gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns auf der nächsten Map, in der nächsten Map mit den nächsten Herausforderungen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Hello.